Was? Wieso? Ist ja doof. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Jetzt wäre ich noch fast gegen die Tür gelaufen. Gegen die Gitter. Nein, 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 nein. Ah, geh weg. Also Kerzen sind doch kein Checkpoint. Collectibles? Okay, war wohl zu weit weg. War das beim ersten Mal tatsächlich Zufall? Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich springen. Na egal. Wir kommen da ja auch so hoch. Das weiß ich dann jetzt nicht, wo es dann weitergehen soll. Na, gucken wir mal. Ich und Jump'n'Runs, ne? Nein, das wollte ich nicht. Wir werden keine Freunde. Ach ja, komm. Sie halt da drüben so gar nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich da auch hin sollte. Wo bin ich? Aha. Ich hing an einer Kante. Auch gut. Zu früh losgelassen.
Was passiert denn, wenn ich ihn runterschiebe? Oh, ist das tief. Okay. Sollte ich jetzt einfach mal ein bisschen geduldiger sein? Schon wieder nicht da, wo ich hin möchte. Bin ich denn? Ich bin hier. Leider nicht da. Okay. Kamera ist nicht immer mein Freund. Das wird auch noch lustig. Wieso geht denn das jetzt nicht mehr? Oder sollte ich doch mal nach rechts, nach links springen? Gott, bin ich fast gegen die Tür gesprungen. Vor lauter Freude. Für mich sieht es schon so aus, als müsste ich da hinten und dann da hoch. Wieso kriege ich jetzt den Sprung da nicht mehr hin? Tot. Tot. Ich muss auch sagen, rennen und dann springen ist nicht so einfach. Kann man ein bisschen testen hier, wie ich das am geschicktesten mache. Und gleichzeitig am besten noch die... Nein, das wollte ich nicht. Die Dings-Taste drücken. Dass sich dann gleich festhält. Ich habe wieder einen Haufen Döniges, ich weiß. Nicht gewollt. Ach, ich muss die... Festhalten-Taste drücken, sonst funktioniert dieser Sprung hier scheinbar nicht. Okay. Es wäre viel einfacher, wenn ich jedes Mal von hier oben starten könnte. Das Ganze ein bisschen beschleunigen.
Okay, also nur mit einem Sprungschein ist nicht zu schaffen. Ich muss wohl wirklich rennen und springen. Komm, steh auf, steh auf, steh auf. Kann ich eigentlich hier irgendwie... Oh, da komme ich vermutlich nicht von der Dings hoch, ne? Nö. Okay. Halten der Greifen-Taste, welche auch die Pickup-Taste ist, scheint die bessere Variation zu sein während dem Springen. Wie mir scheint. Weil sich dann zumindest an Kanten festhält. Jetzt hat es mal funktioniert. Aber ich komme hier trotzdem nicht hoch. So nicht, auch nicht mit der Pickup-Taste. Hier aber auch nicht. Dabei bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt bin ich da unten, das heißt, den Sprung versemmelt. Ja. Ich habe vergessen, die Sprungtaste zu. Also, ich habe es nicht vergessen, aber die Renntaste anstatt der Sprungtaste. Und dann wollte ich noch schnell die Sprungtaste, aber das hat dann auch nicht mehr, auch nichts mehr gebracht. Was ist eigentlich? Kann ich hier irgendwie was machen? Nö. Zurück komme ich natürlich auch nicht mehr. Hier ist noch ein Eimer. Kann ich mit dem irgendwas machen? Dort rein. Kann ich mich in dem Eimer ertränken? Scheinbar nicht. Okay, sollte ich das vielleicht nicht machen? Nicht, dass ich dann am Ende vor Freude auch noch runterspringe. Das wollte ich nicht.
Komm, schwing zurück. Komm, komm. Die Sprungtaste zu früh gedrückt. Ich kann diese Dusche nicht mehr sehen. Ich kann diesen Levelabschnitt nicht mehr sehen. Nicht, weil er so dunkel ist. So, war nämlich. Was war das denn jetzt? Ich höre, als würde die Dame aus Grudge da drin duschen. Auch diese komischen Geräusche. Gruseliger fände ich es noch, wenn irgendwas in diesen Käfigen auch drin sitzen würde. Kind oder so. Da hätte es ein bisschen was wie Limbo. Zu früh gesprungen. Ich habe noch keine Ahnung, worum es hier eigentlich geht. Und ich habe, bevor ich das gespielt habe, Yuri on Ice geguckt. Jetzt habe ich denn nicht dieses Aeros-Lied im Kopf. Das passt natürlich super zur Stimmung. Sag mal. Wie heißt das? On Love Eros-Version. Das, ja, passt super. Müsst ihr euch mal anhören und dann dazu dieses Video. Passt wie die Faust aufs Auge und ja, das war total sarkastisch. Ja, besser als das Opening. Opening ist super, aber wenn ich das jetzt als Ohrwurm hier hätte, wäre das, glaube ich, noch schlechter. Na komm. Sie müssen doch mal weiterkommen. Der Rest, bisher, okay, ich spiele noch nicht so lange. Dreiviertel Stunde, wenn ich das jetzt ungefähr so, vielleicht sogar nur eine halbe richtig Content, lief so gut. Ich bin geschlichen. Gegriffen und geschlichen. Es tut mir leid. Lief so gut und jetzt habe ich hier diese Kackstelle. Ach, bloß weil ich nicht so genau weiß, wo ich eigentlich hinzugehen habe, weil eigentlich der offizielle Weg, wie ich ihn mir ausgesucht habe, macht für mich Sinn, aber scheinbar ist es nicht der Richtige. Das ist richtig, ja. Falscher T-Knopf. RT-Knopf muss ich drücken, nicht LT. Also guck, ich will da auf diesen großen, wo ich jetzt mit dem Kopf dagegen haue, um dann da hochzugehen.
Ich weiß nicht, ob man sieht, aber die bilden da so eine Treppe. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da muss ich hin, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich da drüben hinkomme. Da sollte ich es doch mal probieren. Ich muss sagen, ich habe es versucht. Ich bin schon wieder gerannt. Oh, warum drücke ich immer die falsche Taste? Ich bin so blöd. Blöde Eros. Das lenkt mich total ab. Das Spiel ist so nicht Eros und hat es das gefälligst auch nicht zu spielen. Ich finde es interessant, ich habe mir das ja als CD-Version gekauft, da ist ein Soundtrack dabei. Allerdings muss ich sagen, dass ich bisher jetzt noch nicht so viel Musik gehört habe. Ist dann dieses leichte Brummen und Rauschen dann da drauf? Kriege ich das da irgendwie auf? Die hat sich da das gerade festgehalten. Nee, okay. Dann hier dieses Brummen und Rauschen und Knarzen und Knacken und oder was?